setze mich erstmal aus, Strom für alle steht da. Das ist doch bescheuert. Ich meine, wir haben hier Strom und jeder hat Strom. Aber das möchte sich doch in wenigen Jahren dramatisch ändern. Und wenn Sie einfach mal auf die Kurve da stehen sehen, die Unterlage haben Sie ja vor sich liegen, wie sich der Strompreis entwickelt. Und da sind wir nicht die Einzigen, die das behaupten, das behaupten auch andere. Und da sind wir eigentlich im Konsens mit vielen. Dann möchte es schon sein, wenn der Strompreis das Doppelte von dem ist, was er heute ist, dass das dann schon wehtut. Wobei wir uns immer klar sein müssen, der Strompreis ist ja nicht nur das, was wir bezahlen. Auch im Pfund Butter, im Liter Milch ist der Preis ja auch drin. Denn für die Produktion, egal was wir heute produzieren, wir brauchen heute immer Strom dafür. Und von daher wird, ich behaupte mal, wird uns das Lachen schon noch vergehen in den nächsten Jahren. Denn unsere Politiker arbeiten ja kräftig daran, dass der Strom teurer wird. Hier sehen Sie dann auch unten den Begriff EEG erklärt. Dieser Begriff steht für Erneuerbares Energiengesetz. Das ist so ein bisschen ein Slang. Wir kommen gleich nochmal im Einzelnen auf diesen Begriff. Und wir sagen, wir wollen das EEG kippen. Wir müssen das kippen, dieses Gesetz. Und so wie sich das jetzt entwickelt hat, wird das wohl nur noch im Grunde über außerparlamentarische Aktivitäten. Und von daher sehen wir, dass wir die Leute auf die Straße bringen müssen. Jetzt sagen Sie, der ist bescheuert. Das will ich gar nicht ausschließen, dass Sie das sagen. Ich kann jemand hingehen und sagen, es gelingt uns in Deutschland, Leute auf die Straße zu bringen. Ich sage dazu zwei Dinge. Erstens, wenn die Not groß wird, werden auch in Deutschland irgendwann die Leute auf die Straße gehen. Und zweitens, wenn es nicht gelingt, kann ich zumindest auf meinen Grabstein meißeln lassen. Er hat alles versucht, dieses Drama in Deutschland, nämlich die Deindustrialisierung, zu verhindern. Das meine ich ganz im Ernst. Lasst uns einmal über die Erneuerbaren, wir setzen das grundsätzlich in Gänsefüßchen, Stromquellen reden, also Wind offshore, wenn wir nur Wind sagen, sagen wir einfach nur, das ist dann Wind onshore, also Binnenland, das, was Sie hier sehen, was Sie vielleicht berührt. In einem anderen Fall sprechen wir von Wind offshore, wir sprechen von Voltaik, wir sprechen immer von Voltaik, wir verwenden den Begriff solare Energie nicht so gern, weil es eine andere Form der Solarenergie gibt, das ist nämlich die Solarthermie, das heißt, dort wird Wasser oder Sole warm gemacht über einen Spiegel. Und das ist was anderes, das spielt in Deutschland derzeit keine Rolle. Man weiß nicht, Sie haben den Namen Desertec vielleicht mal gehört, das sind so Traumtänzereien, die vielleicht kommen oder nicht kommen. Aber das spielt derzeit in Deutschland keine Rolle und zur Abgrenzung reden wir dann immer von Voltaik. Es gibt natürlich Biogasanlagen, in denen man Biogas erzeugt, das man dann anschließend verbrennt, um damit dann auch wieder Strom zu machen. Es gibt die klassische Wassertechnik, wobei man da unterscheiden muss, ich komme darauf gleich nochmal. Es gibt andere Gase, Grubengas und so weiter, es gibt Geothermie. Und zu diesen Dingen gibt es wunderbare, viele schöne Sprüche. Zum Beispiel, Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Da gibt es einen früheren Geistlichen, der heißt Dr. Franz Alt. Der beginnt seine Vorträge grundsätzlich so. Er schaut gen Himmel und sagt, Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Und er hat damit großen Erfolg. Es gibt viele Leute, die das glauben. Das Geld bezahlen andere woanders für. Und es gibt auch viele Leute, die sagen, mit Sonne und Wind rette ich das Klima. Und da bezahle ich gern ein paar Cent mehr dafür. Jeder von Ihnen kann ganz leicht rechnen. Wir wollen heute Abend nicht über das Thema Klimadiskussion reden. Es ist ein schwieriges Thema, das kann oder kann nicht sein. Wir wollen, das ist nicht unser Thema, wenn Sie in die Unterlagen reinschauen. Eines kann man aber sagen, wenn man diese CO2-Emissionen dramatisch reduzieren möchte, dann müsste man eigentlich heute anfangen, ganz schnell in der Größenordnung 8.000 bis 9.000 Kernkraftwerke der sogenannten EPR-Klasse bauen. Das ist momentan das leistungsfähigste, was es gibt. Nur um das in der richtigen Dimension zu sagen. Jetzt sage ich Ihnen von der Dimension noch was dazu. Um ein normales Kernkraftwerk, damit wir das in der richtigen Relation sehen, ein normales Kernkraftwerk durch diese Voltaik-Geschichte da oben ablösen wollen, dann müssten wir rund 1,4 Millionen Häuser, 1,4 Millionen Häuser, jedes mit 70 Quadratmeter Panel eindecken
um genauso viel Strom zu machen, wie dieses eine Kraftwerk macht, um das in der richtigen Relation zu sehen. So, das ist also im Grunde frommer Glaube, aber dieser fromme Glaube steht jeden Tag in der Zeitung, das ist die Realität. Jeden Tag erfahren Sie, dass das so ist. Es gibt aber ein paar andere, wirklich harte Fakten. Und eigentlich kann man nach diesen drei Sätzen, die ich Ihnen jetzt zeige, kann man eigentlich die Diskussion schon vollständig beenden. Denn damit ist alles eigentlich gesagt, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt. Und diese Sätze sind einfach, Nacht scheint keine Sonne, meistens passt der Wind nicht und Strom kann man nicht speichern. Und da frage ich Sie, wo soll denn der Strom herkommen, wenn nachts kein Wind weht? Ganz abgesehen davon, dass wir momentan nur so ein paar Peanuts machen. Damit kann man dieses Thema vollständig und erschöpfend behandeln. Es gibt noch ein anderes hartes Faktum und das ist nämlich die Strompreisentwicklung. Sie sehen hier, das ist vielleicht von hinten nicht besonders gut zu sehen, die Entwicklung des Strompreises von 1980 bis zum Jahre 2010 und dann eine Hochrechnung bis zum Jahr 2020, die nur marginal in der Größenordnung von dem entfernt ist, was heute Dr. Röttgen selbst sagt, indem man einfach seine Aussagen mal hochrechnet. So, da sehen wir, dass wir in den 20 Jahren von 1980 bis zum Jahre 2000 eine relative Konstanz hatten im Preis. Das ist die blaue Kurve. Also es hat immer so um die 10 Cent, ein bisschen höher, 11 Cent, 12 Cent, ging wieder runter auch mit der Liberalisierung, hat das gependelt. Und dann kam im Jahre 2000, das war ja der Zeitpunkt der EEG-Einführung, das EEG. Und Sie sehen darunter eine rötlich-violette Kurve und das sind dann die eigentlichen EEG-Kosten. Man kann sagen, dieser Push nach oben in der Kurve dort oben ist in erster Linie sowieso nur vom EEG induziert. Ich komme darauf gleich nochmal. Und ganz nebenbei sehen wir dann, wie sich in diesen 30 Jahren ist, ich will keine Prognose für Frankreich machen, wie sich in diesen 30 Jahren in Frankreich der Strompreis entwickelt hat. Der lag im Jahre 1980 bei knapp 15 Cent zurückgerechnet vom Fonds und liegt heute in der Größenordnung bei 12,5 Cent. Das heißt, in Frankreich haben wir eine Reduktion um in der Größenordnung 10%. Bei uns haben wir bis heute eine Steigerung in der Größenordnung von weit über 100%. Es gibt noch ein anderes Faktum, wenn Sie einfach mal in Ihre Geschichtsbücher schauen, dann sehen Sie, dass sich der menschliche Wohlstand immer in den Volkswirtschaften entwickelt hat, wo sichere Energie preisgünstig verfügbar war. Das fing an, wir haben hier die Gegenden mit den Wasserkraftwerken bei uns, vorher mit den Windkraftwerken und das hat sich irgendwann verlagert ins Ruhrgebiet und heute haben wir teilweise Randzonen zum Meer hin, weil man dort die Energie günstig hinkriegen kann. Also der Wohlstand hat sich entwickelt mit der preisgünstigen Energie und von daher ist es sicherlich für uns heute ganz, ganz wichtig, wie sich denn die Strompreise zum Beispiel in China entwickeln. Da kommt heute schon sehr viel Produktion her und die Frage ist ja, wie lange wird das bei uns noch sein, dass wir produzieren dürfen? Wenn Ihnen heute zum Beispiel die Frau Merkel sagt, dass wir die neuen Energien als die Vermarktungstechnik ansehen, dass wir damit viel Geld machen wollen, der größte chinesische Windkrafthersteller behauptet von sich, dass er im Jahre 2015 Weltmarktführer sein wird bei Windkraftanlagen. Bei Voltaikpaneelen sind dies heute schon. Und die Chinesen sagen auch zum Beispiel, dass sie in der Robotertechnik im Jahre 2020 Weltmarktführer sein werden. Dann fragen wir uns natürlich, was wir dann noch in Deutschland produzieren werden. Lassen uns jetzt aber konkret auf das EEG zurückkommen, auf dieses Gesetz, das wirklich die Ursache allen Übels ist. Wie hat sich das entwickelt? Was sind die Highlights von den Dingen? Es hat bereits im Jahre 1991 eine erste Entscheidung gegeben, die sogenannten Erneuerbaren zu fördern über ein Gesetz, das aber sehr viele Mängel hatte. Da hat auch die Frau Merkel dann mal dran mitgearbeitet, als sie unter dem Herrn Kohl gearbeitet hat, als Umweltministerin. Aber insgesamt hat das bis zum Jahre 2000 nicht funktioniert. Das heißt, es ist da kein Geld reingeflossen. Der Ausbau war sehr, sehr schlapp. Und dann ist es wirklich rot-grün gelungen, dieses Gesetz zu verabschieden. Es wird aber vieles kolportiert, ich will das nicht vertiefen.
Im Jahre 2000 ist dieses Gesetz entstanden und dieses Gesetz ist dann über 3 Novellierungen inzwischen, nächstes 2012, weiterentwickelt worden zu einer Fassung, die jetzt im nächsten Jahr zum Beispiel für Offshore-Anlagen einen Einspeisepreis von knapp 20 Cent liefern wird. Dieses Gesetz wird also systematisch weiterentwickelt und hat die Kosten, die Sie gesehen haben, getrieben. Das Ziel ist also, 2 Dinge zu erreichen. Erstens, man will diese Energien weiterentwickeln in diesen 3 verschiedenen Arten. In 2 Schwerpunkten komme ich gleich noch drauf. Man hat eben auch, neben den eben schon genannten, das Wasser damit reingebracht. Und es gibt 2 Ziele. Das eine ist, man möchte im Grunde Investoren dazu bringen, dass sie investieren. Und das macht man dadurch, dass man denen nicht nur ein preisgünstiges Darlehen gibt, sondern dass man denen feste Preise garantiert und sagt, du kriegst für die Kilowattstunde Strom einfach einen bestimmten Betrag. Egal, ob man es braucht oder nicht und egal, für welchen Preis jemand anders das liefern kann. Und das andere ist, dass man sagt, aus dem Geld, das dort entstanden, das da generiert wird, daraus können wir die Weiterentwicklung dieser Technik finanzieren. Das Entscheidende ist dabei dann noch zusätzlich, dass egal, wo ich in Deutschland eine Windkraftanlage hinstelle, egal, wo ich das Panel hinstelle, der Netzbetreiber, der also diese Drähte da in die Erde buddelt oder auch bei größeren Anlagen über Land streckt, der muss mir da eine Strecke machen, damit ich da meine Anlage anschließen kann ans Netz. Das heißt, ich kann die auch im Prinzip auf die Zugspitze bringen, wenn das dann Sinn macht und ich kriege sichergestellt, dass mir der Strom da weggebracht wird über eine Leitung und ich kriege auch mein Geld im Rahmen dessen, was da zugestanden ist, wobei das dann die Zugspitze kaputt macht, weil es eben relativ teuer ist, da oben so ein Ding hinzustellen. Aber vom Prinzip her ist das so. Die Kosten für dieses Verfahren, das wird ja so, dieser Betrag, der dort generiert wird an Kosten, der wird ja aufgeschlagen. Das ist ein unglaublich komplexes Verfahren. Da sind heute Hunderte, wenn nicht Tausende von Leuten damit beschäftigt, das abzurechnen. Das geht ja nun so, ich schließe meine Windkraftanlage irgendwo an bei so einem kleinen Stadtwerk und das kriegt dann seinen Strom wiederum ja von so einem regionalen Versorger und der kriegt dann den Strom noch wieder woanders her, der kauft an der Börse ein. Und das muss ja jetzt dann abgerechnet werden, dass also dieses Geld, was nun der eine, was ich dann für meine kleine Anlage oder meine große Anlage beim kleinen Stadtwerk bekomme, dass das also auf alle verteilt wird, denn wir bezahlen das hier alle. Das ist also grundsätzlich so, wenn Ihr Nachbar ein Panel sich auf Haus schnallt, um damit Strom zu machen, dann bezahlen Sie das mit. Das kommt also nicht irgendwo anders her, vom Staat oder irgendwo, Sie bezahlen das. Er bezahlt natürlich auch einen kleinen Teil. Und wenn jetzt eine Kommune hingeht und einen Bürgerwindpark macht, dann ist es natürlich so, dass die Nachbarkommune das bezahlt und gekniffen sind natürlich die großen Städte dabei, weil die natürlich schlecht in ihren Städten solche großen Windparks machen können. Nur das muss man sagen, ein bisschen das zu den systematischen Schwächen, da machen sich viele Wissenschaftler auch drüber her, was alles die Defizite von den Dingen sind. Aber man kann natürlich sagen, diese beiden Forderungen, ich will erstens das einkömmlich machen und außerdem will ich das weiterentwickeln, das weiß ich. Wenn ich heute eine Anlage wirtschaftlich betreiben kann, indem ich also die Zinsen bezahle, die Abschreibung und die Wartung, dann ist ja eigentlich kein Bedarf, das weiterzuentwickeln. Da kann man die immer wieder woanders hinbauen. So, von daher beißen sich diese Ziele und das hat auch dazu geführt, dass eigentlich entgegen allen Behauptungen aller Politiker diese EEG-Kosten nicht sinken, bezogen auf die Einheit, was immer wieder behauptet wird von den Politikern, sondern dass sie kontinuierlich steigen. Heute ist der Mittelwert so in der Größenordnung von 14 Cent. Man muss natürlich auch vom Grundsätzlichen her sagen, ein festgesetzter Preis ist, das ist ein sozialistisches Verfahren, das haben wir im Ostblock gehabt, wo das hingeführt, haben wir ja gesehen. Es gibt dann noch die beiden Arten, die mit einem Stern versehen sind, nämlich Windkonverter und Voltaikpanel, die noch spezifische Probleme haben, auf die wir dann später nochmal eingehen werden. Und man muss weiterhin sehen, das macht das schon sehr schwierig für uns, vor ungefähr 8 Jahren war dieses Gesetz nur in Deutschland
im Einsatz. Heute gibt es mehr als 50 Länder, in die dieses Verfahren exportiert worden ist. Das Verfahren als solches. Es ist zum Beispiel so, die Tschechen, die mit Kernkraft arbeiten, haben dieses Verfahren formal aber auch, da ist es einfach so, da ist eine Abgeordnetenkommission von 40 Parlamentsmitgliedern, deutschen Parlamentsmitgliedern, ist in Tschechien gewesen, 2 Wochen lang, und hat die Tschechen beackert, das Parlament, und dann haben die Tschechen gesagt, komm, wir unterschreiben, jetzt ist ein bisschen los. So läuft der Film da. So, und hier sehen wir, was uns das kostet. Hier sehen Sie unten dieses Violette, 2 Zahlen, ich lese sie vor, 17 Milliarden. 17 Milliarden sind im Jahre 2011 zu zahlen an EEG-Kosten. Das heißt, wir haben also bis zum 1.7. haben wir schon die Ist-Zahlen, und man kann das relativ hochrechnen. Und wir werden 17 Milliarden insgesamt, alle Deutschen 81,5 Millionen, wenn ich das aufteile, werden also diese 17,5 Milliarden zahlen. Für Sie zum Verständnis, der konventionelle Strom, ich fasse das mal einfach zusammen, Braunkohle, Steinkohle, Gas und natürlich auch Kernkraft, wir haben auch noch ein bisschen Kernkraft, der kostet uns insgesamt 21 Milliarden. Das heißt also, das hier, davon leben wir eigentlich, das kostet uns 21 Milliarden in der Produktion, und diese 17,5, die satteln wir oben drauf. Und schauen wir uns mal an, wo tut es am meisten weh? Wir sehen hier den Spitzenreiter inzwischen in der Voltaik mit 7,5 Milliarden, mit einer stark exponentiellen Steigerung. Wir haben Biogas inzwischen sehr stark vorn mit 5 Milliarden, Wind mit 3,6, wobei das beim Wind so ist, die Windleute sind seit 3 Jahren gekniffen, die hatten im Jahre 2008 ein Boomjahr, und seitdem weht der Wind nicht mehr. Das ist für die eine Krux ohne Ende. Deshalb ist der Wert so niedrig. Also dieser Wert könnte mit den heutigen Anlagen, die wir heute in Deutschland stehen haben, durchaus bei anderen Windverhältnissen in der Größenordnung 5 Milliarden sein. Aber momentan ist es so. Insgesamt müssen wir uns aber auf diesen Block konzentrieren. Und wenn Sie sich dann mal hier diese Werte anschauen, Cent pro Kilowattstunde, Sie lesen, Sie bezahlen heute so im Mittel 25 Cent, 24 Cent pro Kilowattstunde. Wir kommen darauf gleich nochmal. Der bekommt 41,5, ich brösel das gleich nochmal auseinander. Sie lesen vielleicht aber in der Zeitung, dass heute die Dinger nur noch 29 Cent oder sowas bringen. Das ist natürlich so, wenn ich heute so ein Ding hinstelle und heute anfange zu produzieren, kriege ich je nach Größe 29 Cent. Aber ich habe ja jede Menge Anlagen, die schon sehr lange da sind, und die sind natürlich, kriegen viel mehr, und darum haben wir heute einen Durchschnittspreis von rund 40 Cent. In dem Bereich, wir haben bei Wind heute einen Durchschnittspreis von knapp 9 Cent. Wir haben bei Wasser einen Durchschnittspreis von 8 Cent und bei Geothermie, gut, das sind mehr so Dinge, die noch nicht wirklich real eine Rolle spielen. Da sehen wir also ungefähr, wo das Geld hingeht, wo es herkommt. Und erinnern Sie sich daran, ich habe eben gesagt, 1,4 Millionen Dächer mit Voltaik obendrauf für ein Kernkraftwerk. Nur damit wir es von der Größenordnung her richtig sehen. Wie muss man nun die Relation sehen zwischen dem normalen Strom und diesem EEG-Strom? Da schauen wir uns mal diese Tabelle an. Da sehen wir, das ist jetzt also eine Mengenbetrachtung. Hier geht es jetzt nicht um Geld, sondern hier geht es um Menge. Und da ist es so, wenn wir die gesamte Menge sehen, die an Strom produziert wird, dann wird heute 81,6% in konventioneller Technik produziert. Jetzt haben Sie vor wenigen Tagen sicherlich in der Zeitung gelesen, stolze Meldung der Renewable-Leute, wir sind über 20%. Wir agieren momentan mit einer Zahl von 20,6 oder 20,8 Cent. Muss man erklären, es gibt bei Wasser 2 Typen. Es gibt die kleine Wasserkraft und die große Wasserkraft. Die kleine Wasserkraft bekommt EEG-Geld. Das sind also, wie sagen wir, die Kraftwerke, die in der Lahn die Fische kaputt machen und solche Dinge. Und es gibt die großen Kolosse, die eben in den Talsperren hängen, überwiegend. Und diese großen bekommen keine Förderung. Die müssen wir zu den konventionellen zählen, das tun wir auch, und deshalb können wir hier auf den Wert von 81,6% aus der normalen Umgebung, und der Rest ist dann eben von den sogenannten EEG-Arten. Wobei Sie die Differenzierung hier noch sehen, kann man später nachlesen. Schauen wir uns das mal von der Kostenseite her an. Hier sehen Sie, da ist es so ein Kuchen, das sind also gerade mal 20% knapp, die da rausgeschnitten sind.
Wenn wir aber von uns bei den Kosten anschauen, da sind wir schon fast bei der Hälfte. Das heißt also, bei diesen kleinen Mengen wird schon fast die Hälfte der Kosten insgesamt verwendet. Wobei dann wiederum hier zu sehen ist, zum Beispiel Voltaik alleine hat zwar nur einen Anteil von 3,4% im Jahre 2011 in der Erzeugung, kostet uns aber 21% fast. Da sieht man also die Relation der Kosten. Ich will auf die Dinge im Detail nicht eingehen. Wobei jetzt noch zusätzlich zu sehen ist, was ist denn nun der Wert dieses Blockes hier, der uns also schon fast die Hälfte kostet? Da sagen wir, dieser Wert ist minimal bis null. Warum? Das ist ja Strom, der ist zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Was hilft uns dieser Strom, wenn der in der Mitternacht, wenn wir in Deutschland ganz niedrigen Stromverbrauch haben, in der Nordsee produzieren, wo soll er hin? Das ist das, was Sie heute in der Zeitung lesen. Sie haben heute vielleicht in der Zeitung gelesen, dass wir zwar mehr Strom importieren, aber immer noch mehr exportieren. Liegt dann ganz einfach daran, das ist dieser Strom, den wir nicht gebrauchen können, der muss ja irgendwo hin, der wird exportiert. Wir kommen da auch gleich nochmal zurück. So, das heißt, der Endverbraucher hat jetzt folgende Kosten. Er bezahlt erstens seinen konventionellen Strom, dann kriegt er das hier draufgesattelt, dann hat er noch Netzkosten, er hat diverse Steuern, er hat Umlagen, zum Beispiel, dass hier ein großer Versorger dann zum Beispiel in Wetzlar Strom verkaufen darf, dafür muss er an die Stadtwerke was abdrücken. Und dann gibt die Mehrwertsteuer noch und das heißt, in der Summe bezahlen wir heute also 25 Cent im Mittel pro Kilowattstunde. So ist die Dimension ungefähr und das heißt, wir sind dann also im Jahre 2011 hier irgendwo so mit unserem Betrag, die ist links skaliert, Sie sehen unten die Beträge, hier sehen wir also die Gesamtstromkosten und da sehen Sie 2020 gehen wir von einem Preis von 51 Cent pro Kilowattstunde aus, wobei die reinen EEG-Kosten in der Größenordnung 15 Cent liegen werden. Heute liegen die bei, im Jahre 2011, bei 3,5. 2011 haben wir nicht drin, 3,53. Liegt also in einer satten Steigerung gegenüber 2010. Und wir sagen, das wird so hoch gehen und der Rest ist überwiegend induziert hier aus diesem EEG-Geschäft heraus mit Netzausbau und ähnlichen Dingen. Was sind die Treiber? Wir sehen also die Kostentreiber hier, einmal das EEG direkt, dann haben wir den induzierten Netzausbau. Sie lesen, dass wir die großen Strecken von der Nordsee überall hinbringen müssen, um den Strom hinzubringen. Es gibt ein übergreifendes Netz, das nennt man Supergrid, das wird von Brüssel aus stark vorangetrieben, wo man also im Grunde von Spanien, Südspitze bis oben am Nordkap durchs Wasser hindurch nicht nur Spannung ausgleichen will, sondern Strom transportieren will. Das ist nochmal ein grundsätzlicher Unterschied, kommt ganz am Schluss nochmal. Unser heutiges Netz in Europa, wir haben ja heute ein Verbundnetz, ist dazu geeignet, Spitzen abzufangen, aber nicht Strommengen zu transportieren. Wir haben das einmal gesehen im Jahre 2006, als da Papenburg die Meierwerft den Strom abgeschaltet hat, da mussten das erste Mal Mengen transportiert werden und das europäische Netz ist gleich zusammengefallen. So, das heißt also, an diesem Netz, da arbeitet die EU dran. Was mit der eigentlichen CO2-Steuer wird, das wissen wir heute nicht. Wir gehen in diesem Szenario davon aus, dass die CO2-Steuer nicht steigen wird oder 2013 nur so hindümpeln wird. Wenn sie sich ganz anders entwickeln würde, wäre das viel dramatischer noch in den Kosten. Wir haben natürlich auch die KKW-Abschaltung, die Kosten verursacht. Wenn heute zum Beispiel E.ON die Hälfte seiner Leute entlassen will, dann ist das doch ganz klar, die sind bisher bezahlt werden von vorn von den Kernkraftwerken und dieser Dämpfungseffekt auch für die Stromkosten entfällt jetzt und das macht die Preise auch teurer. Wir müssen natürlich auch sehen, die reduzierte Auslastung der konventionellen Kraftwerke führt natürlich für die Leute, die da das kaufmännisch drauf haben. Ich habe einen konstanten Fixkostenblock, ich habe weniger Bezugsmengenabnahme, also habe ich eine ungünstigere Zahl und bezahle in Summe mehr. Das führt dazu, dass vor ungefähr 5 bis 7 Jahren die Steinkohlekraftwerke im Mittel so für 4,5 Cent pro Kilowattstunde produzieren konnten. Heute liegen sie, obwohl die Steinkohlepreise inzwischen wieder gefallen sind, zwischendurch mal meistens deutlich über 5,5.
Und das sagen wir dann dazu, das ist ja die Energiewende, die uns propagiert wird. Wir sagen, das ist die große Stromlüge. De facto ist das so, die deutsche Energiewende ist nichts anderes. Wir gehen weg von der Kernkraft zu Kohle und Gas und satteln die Energiekosten obendrauf. Als Räppelchen dafür, dass heile Welt suggeriert wird und den Leuten plausibel gemacht wird, wo es herkommt. Das ist dann einer der Punkte, wo ich jetzt mal einen kleinen Break mache, auf uns zu sprechen komme. Wo wir sagen, also irgendwann muss man diesen Unfug stoppen. Dieser Unfug, der ja inzwischen von den Politikern aller Parteien vorangetrieben wird, wobei die Interessenlage sehr, sehr vielschichtig ist, auch natürlich von der Industrie vorangetrieben wird. Sie finden heute kaum noch einen, der nicht an diesem Geschäft mitverdient. Egal welche Branche Sie sich aussuchen, der Stahlhersteller, der Betonhersteller, der Kabelhersteller, der Steuerungshersteller, alle profitieren sie heute davon. Dieses Gesamtvolumen, das dahinter steht, ist heute ein Umsatz von 40 Milliarden Euro. Das ist einfach viel Geld. So, und wir sagen, wir wollen die Bürger aufklären, wir versuchen ihnen Informationen zu bringen. Nur durch die Aufklärung der Bürger kriegen wir den Bürger dazu, dass er irgendwann dem Politiker klar macht, dass das Unsinn ist, was er da sagt. Und dass er jetzt aufhören muss, einfach nur den Profiteuren den Weg zu zeigen, und dort dann seine Gründe zu sehen. Wir sind fokussiert als Organisation auf Aufklärung über Stromgeschäft. Es gibt ja noch andere Aktivitäten, es gibt die klassischen Anti-Windkraft-Gegner, die sich über die Belästigung der Bürger und über die Schäden für die Bürger durch die Windkraftanlagen aufregen, zu Recht, müssen wir sagen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dieser ganze CO2-Film ist sehr dubios, das ist nicht richtig. Wir haben dort keine klare, eindeutige Meinung. Wir sehen natürlich, dass wir gemeinschaftlich mit diesen Leuten, die gegen den CO2-Argumentation angehen, dass wir mit denen vieles gemeinsam haben in der Argumentation, und wir sehen das also positiv. Was ist unser aktueller Status? Wir sind im Jahre 2009 entstanden, historisch überwiegend aus dem Bereich der Anti-Windkraftler. Wir haben uns dann einen Beirat gebildet, der so der Brenntrust ist. Wir sind inzwischen dabei, eine bundesweite Regionalstruktur in 5 Verbänden aufzubauen. Wir haben unsere Grundsatzdokumente, Sie haben dieses Programm vor sich liegen. Wir haben eine Satzung, die einigermaßen stabil ist. Wir sind ein eingetragener Verein, wir sitzen in Berlin. Wir haben Steuervergünstigung, und unser erster Schritt ist, dass wir sagen, wir wollen 2000 Leute werden, damit wir einfach eine Aktionsplattform haben, damit wir auch Geld ausgeben können, damit wir auch von den Politikern gehört werden. Wir müssen natürlich sehen, die Medien sind für uns blockiert. Die Medien sind voll auf der Schiene EEG. Also ich kriege keinen Leserbrief platziert mit meinem Namen, das ist ganz klar. Auch Artikel im redaktionellen Teil werden normalerweise nicht angenommen, weil einfach es politisch unkorrekt ist, dass hier unsere drei grundsätzlichen Statements, ich wiederhole sie, Nacht scheint keine Sonne, meistens passt der Wind nicht und Strom kann man nicht speichern, bitte sich das zu merken, weil die werden einfach nicht, die sind politisch nicht korrekt, das darf man nicht sagen. Also momentan praktisch nicht möglich. Von daher ist es einfach so, wir kommunizieren auf der Internetplattform, wir machen das im Schneeballsystem, und wir gehen natürlich davon aus, dass wenn der Druck größer wird vom Preis her, dass es stärker wird. Das war nicht der ursprüngliche Ansatz. Wir hatten ursprünglich mal geglaubt, dass man den Politikern mit Vernunft beikommen kann. Wir hatten auch vor 2-3 Jahren noch relativ konkrete, positive Gespräche mit der CDU. Und wir hatten die Hoffnung, dass wir zumindest die CDU, in der CDU eine Plattform bilden können, damit man dort die gesamtvolkswirtschaftlichen Nachteile sieht und das dann anders man positioniert. Das ist ja inzwischen gekippt, die Energiewende, Frau Merkel hat die Kernkraftwerke abgeschaltet, das ist nur ein Fanal, kann man sagen, aber dahinter steht natürlich, dass man dann erst recht das EEG, die EEG-Schleuse aufmacht. Und das ist dann für uns der Grund gewesen zu sagen, wir haben momentan keine Gesprächsbasis mit den Politikern, das ist vertane Zeit, denen hinterher zu laufen, wir müssen versuchen, ihnen zu erklären, was das Problem ist, damit wir dann gemeinschaftlich aktiv werden. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir uns zusätzlich diesen Begriff Strom 21 als Synonym für Bürgerprotest gegeben haben, dass wir irgendwann tatsächlich im
nach Berlin gehen. Jetzt gehe ich wieder zum Thema zurück. Stromgeschäft, wie funktioniert das auch? Das ist jetzt eine sehr, sehr stark versimplifizierende Darstellung. Die Leute, die also wissen, wie wirklich der sogenannte Lastgang ist, das ist ein Fachausdruck aus dem Bereich, den will ich jetzt nicht erklären hier. Die lachen sich über das jetzt wieder ein bisschen kaputt, was ich hier so sage, aber wir versuchen das mal an dem Bild klar zu machen. Als es noch diesen EEG-Strom nicht gab, da hatte man hier also dann die Kurve, das war also die Tageslastsituation im deutschen Stromnetz, verteilt auf vier sogenannte Übertragungsnetzbetreiber. Also einer morgens zwischen 9 und 11 und einer nachmittags um 2 oder um 4, so je nachdem, wie sich das so entwickelte. Und dann macht man einfach Folgendes. Also erstmal muss es natürlich sichergestellt sein, dass jede Millisekunde genau so viel Strom gemacht wird, wie verbraucht wird. Und dann lässt man hier unten in der sogenannten Grundlast die großen Johnnies laufen, das sind also die Braunkohlekraftwerke im Osten und im Westen. Wir haben ja das ungefähr gleich verteilt an Leistung Ost und Westen. Und natürlich auch die Kernkraft. In der Mittellast lässt man die Kohlekraftwerke laufen, die wir ja hier im Frankfurter Raum durchaus haben. Und auch die Gaskraftwerke, und in der Spitzenlast ist dann in erster Linie ein Gaskraftwerk tätig und ein Wasserkraftwerk. Wasserkraftwerk, wobei man wieder differenzieren muss zwischen normalen Wasserkraftwerken aus einer Talsperre und den Pumpspeicherwerken. So, das heißt also, so lief das dann, und das waren dann immer auch dicke Dinger, die dann also den Strom gemacht haben, die also stabil durchgelaufen sind. Generatoren mit einem Durchmesser von 6 bis 7 Meter durchaus. Das war also früher die Situation im Stromnetz. Und dann kam eben dieser EEG-Strom, und der sieht dann in diesem 24-Stunden-Diagramm so aus. Das heißt, die Verbrauchskurve ist weiterhin genauso. Aber der Strom, der jetzt eingespeist wird, hier ist ein relativ willkürliches Beispiel erwähnt im zweiten Teil des Vortrages, den wir dann beim Bedarf machen. Da zeige ich mal reale Fälle aus dem Leben. Hier ist es also so, das ist also die Kurve, die sich so ergibt, so läuft, wird der Strom eingespeist. Das fängt deshalb nicht ganz unten bei Null an, weil man immer so ein paar dicke Johnnies braucht, sonst würde das Ding sofort zusammenbrechen. Das heißt, Sie können sich vorstellen, hier wird praktisch Null eingespeist. Und hier ist man dann so ein bisschen über den Verbrauch. Also hier müssen erstmal diese konventionellen Kraftwerke, die schnell reagieren, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Wasserkraftwerke einsteigen, um zu bedienen. Das heißt, wir hatten ja vorher gesagt, hier ist irgendwo diese Trennung zwischen Mittellast und Grundlast. Hier ist es so, hier greift jetzt durchaus dann auch ein Kohlekraftwerk, weil man ja in dieser Konstellation, um hier nicht unnötigerweise ein Kleinkraftwerk oder ein Braunkohlekraftwerk laufen zu lassen, dieses gar nicht in Betrieb hat. Das heißt, wir setzen also die Leistung von oder die Einspeisung von Braunkohle und Kernkraft runter, um für diesen Punkt gewappnet zu sein. Und da, wo es dann zu klein ist, da müssen wir dann eben mit dem normalen Gas nachfüttern. Und dann schlimmer ist es natürlich noch, wenn wir da oben sind, dann müssen wir den Strom ins Ausland verkaufen. Ich sagte das vorhin, wobei es dann spannend wird. Der Strom wird ja dann unter Umständen verschenkt, oder wir müssen sogar dafür bezahlen. Wir müssen dafür bezahlen, dass die Holländer, die Tschechen unseren Strom abnehmen. Wir müssen dafür bezahlen. So. Also so ganz grob läuft der Film heute ab. Lassen wir uns jetzt auf diese beiden Sonderfälle, nämlich Windkraft und Voltaik, als erstes eingehen. Ich meine, wenn Sie davon ausgehen, ein Braunkohlekraftwerk produziert heute für 2,5 Cent, und das ist kein Klacks. Ich habe mir die Kalkulation zum Beispiel von Lippendorf bei Leipzig angeschaut. Lippendorf produziert für 2,05 Cent pro Kilowattstunde seinen Strom. Schwarze Pumpe in Cottbus liegt in der Größenordnung, und in Weißweiler die braunen Dinger liegen in der gleichen Ordnung. Das heißt, die produzieren sehr preisgünstig Strom, und wir haben eben gelernt, Windstrom an Land 9 Cent, am Meer fast 20 Cent. Warum ist das so wahnsinnig teuer, wo doch unser Geistlicher, der Dr. Franz Alt, sagt, die Sonne und der Wind schicken keine Rechnung. Wo kommt das her? Muss ja irgendwo herkommen. Ja, der Bibel. Eines der großen Probleme ist natürlich, der Wind ist nicht wirklich planbar, und er ist auch nicht kontinuierlich.
Wir haben das Transportproblem zu den Verbrauchsstätten. Wir müssen den Strom transportieren, das bringt einfach Verluste. Der Mann, der auf der Nordsee seine Offshore-Anlage stehen hat, der hat einen Zähler und da sagt man dann, der hat jetzt 1000 Kilowattstunden da eingespeist und die kriegt er bezahlt. Davon kommen aber jetzt vielleicht in Frankfurt noch 85% oder 90%. Dann die 10% sind einfach unterwegs verloren gegangen. Das ist Leitungsverlust, muss natürlich mitbezahlt werden. Der mittlere Nutzungsgrad für eine Anlage, zum Beispiel eine neue Enercon E82 3M3, das ist also eine 3MW-Anlage, der mittlere, und angenommen wir würden die jetzt hier südlich des Mains stellen, dann hat diese Anlage übers Jahr gesehen einen sogenannten Nutzungsgrad von rund 20%. Das ist jetzt eine sehr schöne, sehr schnelle, sehr große Anlage schon. Im Mittel aber, wir haben natürlich viel kleinere Anlagen. Wir haben viele Anlagen auch in Deutschland, die haben 500 kW oder sowas und die produzieren natürlich weniger. Im Mittel haben wir heute in Deutschland einen Nutzungsgrad von 17%. Wobei bei diesen 17% auch wieder reinschlägt, dass in den letzten 3 Jahren schon, ich sag das mal so beschissen vom Wind her waren, sonst würde es ja schon bei 19... Trotz erheblich. So, also bei Offshore, die ersten Zahlen liegen vor von Alphaventus. Wir gehen heute davon aus, also wir machen selbst Zahlen, wir rechnen das nach, die Zahlen sind offiziell verfügbar und die Zahlen werden Sie woanders wahrscheinlich noch nicht so sehen. Wir gehen davon aus, dass wir im Offshore-Bereich maximal 38% erzielen. Das heißt, 42% der Zeit steht das Ding, wenn man das mal übertrieben darstellt, still. Auch in der Nordsee. So, und das heißt also, alles was ich an Kosten habe, Abschreibung, Zinsen, das muss ich natürlich dann nicht mehr auf 100% rechnen, sondern auf 17% oder 38%. Und das macht das teurer. Und dann kommt natürlich diese anfällige und komplexe Technik dazu. Da kommt gleich nochmal ein Bild. Und das führt eben dazu zum Beispiel, dass so der Mindestsatz für eine Windkraftanlage an Wartung 1,2 bis 1,3 Cent ist. Das heißt, ein Braunkohlekraftwerk produziert für 2,05 Cent. Abschreibung, Wartung, Brennstoffeinsatz, alles ist dabei. Und der hier, der braucht alleine für die Wartung, damit der Enercon-Techniker dahin fährt, Enercon ist ein großer Hersteller, braucht der schon 1,2 bis 1,3 Cent. Das muss man sich in der Relation mal vorstellen. Das sind beim klassischen Kraftwerk sind das 0,1 bis 0,2 Cent. Lassen wir das aber einfach mal so stehen und reden wir einfach mal davon, wir haben eben gesagt, mit Strom kann man nicht speichern. Angenommen, wir würden sagen, Strom können wir doch speichern, egal wie, dann muss man natürlich sagen, niemand würde wirklich hingehen, wenn er seine 7 Sinne zusammen hat, und sagen, ich nehme Strom, der mich 9, 15 oder 20 Cent kostet und produziere damit, wenn ich ihn für 2,5 bis 5 Cent woanders machen kann. Das heißt also, das, was Sie momentan in den Zeitungen lesen, wir müssen Strom speichern können, ganz dringend, das ist wiederum nur ein Argumentationsmodell, das auf Dummheit basiert, nämlich 9 bis 20 Cent. Es gibt noch einen anderen Punkt, auf den komme ich gleich nochmal, den reiße ich aber nur ganz, ganz wenig an. Ich habe eben gesagt, diese Zackenkurve, die da so ganz wild war, die ging bis unten. Man muss unten immer so einen Sockel haben von 40% oder so. Das hängt damit zusammen, dass diese Dinger keine Netzstabilisierungsfunktion haben. Und hier sehen Sie das. Das links zum Beispiel ist ein Generator, 220 MW in einem Wasserkraftwerk, sieht in einem Kohlekraftwerk genauso aus, da ist ein Treppchen, da macht der Mann seine Wartung da oben dran. Und hier, da muss er warten, ist kein Wind, ist kein Regen. Wenn das alles der Fall ist, dann kann er seinen Aufzug aufbauen und dann fängt er an, seine Klamotten hoch zu transportieren, seilt sich an und turnt da oben rum und dann wird einem schon klar, warum das alles so teuer ist. Kommen wir zur Voltaik. Ich meine, es ist ja nicht so, dass nur nachts keine Sonne scheint. Wir haben auch noch andere Fälle, Sie sehen das im Schnee, ne? für den Fall, der es an dem Bild nicht erkennen kann. Also wir haben also Störfaktoren nachts, Schnee, Wolke, Nebel, Reif und solche Dinge. Wir haben vom Nutzungsgrad her, sagen wir, ein normales Panel, ganz simpel gerechnet, hat heute von der Sonne her, die einfällt, einen Wirkungsgrad von 10%. Das heißt, die Sonne, die da, der Lorenz ballert runter und ich verbrenne mir fast den Kopf, 10% von dem kann ein solches Panel aufnehmen. Jetzt kommen aber meine Störfaktoren dazu, die hier, und die machen nochmal
Nutzungsgrad 10%. Das heißt, von der Sonne, von der der Dr. Franz Alt immer gerne spricht, da kommt nur 1% bei uns an, in den Voltaikdings. 1% von 100%, weil 10% Wirkungsgrad, 10% Nutzungsgrad. 0,1 mal 0,1 bringt bei 1%. Das muss man sich immer klar machen. Das sind auch relativ systemimmanente Dinge, die man kaum grundsätzlich verändern kann. Man wird sich ein bisschen positiver darstellen können, aber nicht so viel. Also, der zweite Satz aus unserer Darstellung, Nacht scheint keine Sonne, von den drei Sätzen. Und mit den drei Sätzen haben Sie das Thema vollständig behandelt. Sagen Sie demjenigen, der Ihnen gegenübersteht, sagen Sie ihm die drei Sätze und dann schaut er Sie unglaublich an. Er soll einfach nachdenken. Fangen Sie nicht mit ihm darüber an zu diskutieren, das bringt nichts. Die Gläubigen kann man nicht zum Wissen machen. Natürlich fehlt auch die Netzstabilisierungsfunktion, genauso wie bei den Windstromkraftwerken auch. Hier nochmal zum Vergleich, diese Kostenordnungen Voltaikstrom und Braunkohlestrom. Lassen wir uns kurz über den Biogasstrom reden. Also, wir pflanzen Mais an, um den dann zu häckseln, mit so einem Maishäcksler, um den dann anschließend hier dann vorzubereiten und dann in die Silage zu tun. Da kann man sagen, ein Hektar hat eine Leistung von 2,3 kW. 2,3 kW ist also ein mittelgroßer kleiner Elektromotor. Und wenn ich das mal hochrechne, dann kommt daraus im Jahr eine Leistung von 20.000 Kilowattstunden. Das ist so eine erste Basiszahl. Wenn ich also jetzt hingehen will und ich will ein Kohlekraftwerk ablösen mit einer Leistung von 600 MW, dann brauche ich dafür das gesamte Saarland von der Fläche her. Das ist also ein Kohlekraftwerk, der hier auf einer Fläche von 3 mal 300 Meter steht, wird abgeschaltet und ich mache stattdessen das ganze Saarland, einschließlich Saarbrücken, Wiesi und Saarlouis, muss ich also mit Mais vollpflanzen, um die gleiche Strommenge produzieren zu können, aufs Jahr gesehen. Es gibt natürlich da wirklich dramatische Nebeneffekte. Wir haben inzwischen eine massive Steigerung der Pachtkosten für die Fläche, für die agrarische Fläche. Wir haben weitere unangenehme Folgerungen, das ist nochmal eine Rechnung. Wir haben die Zerstörung der Artenvielfalt. Sie haben von dem Sandsturm in Mecklenburg-Vorpommern gelesen im Winter. Das sind Dinge, die damit zusammenhängen. Wir haben einen dramatischen Steigen der Nahrungsmittel, insbesondere der Weizenpreise. Für die Großbäckereien zum Beispiel ist es heute so, dass die auf 12 bis 15 Monate im Voraus im Weizen bereits ordern, weil einfach da massive Störeffekte inzwischen greifen. Wir haben natürlich auch soziale Konflikte, weil wir dann woanders Nahrungsmittel importieren, Getreide importieren. Wir haben zum Beispiel heute einen ausgeprägten Import von Getreide bereits aus der Ukraine nach Deutschland in diese Biogasanlagen. Und damit bin ich beim nächsten Thema, nämlich bei der Speicherbarkeit von Strom. Das ist ja das, was zugegebenermaßen diese Leute als Problem sehen, dass man den Strom heute nicht speichern kann. Und da lesen Sie immer von Pumpspeicherwerken. Nun muss man sich nochmal klar werden, warum wir überhaupt Pumpspeicherwerke haben. Behaupte, heute würde niemand in dem Szenario 1, als es noch kein EEG-Strom gab, ein Pumpspeicherwerk bauen. Pumpspeicherwerke sind deshalb entstanden, weil man früher im Grunde die Kohle aus einem großen Waggon in so einen großen Ofen gekippt hat und dann hat die Kohle gebrannt. Und die wurde einfach verbrannt. Und wenn man dann keinen Strom mehr gebrauchte, dann konnte man nur noch eines machen, dann konnte man die Energie nur noch loswerden, indem man Dampf abgeblasen hat. Und da hat man natürlich gesagt, bevor wir den Dampf jetzt abblasen, dann bauen wir doch irgendwo einfach eine Pumpe hin und pumpen damit Wasser auf den Berg. Und wenn dann wir dringend mal Strom brauchen, dann können wir aus dem Wasser wieder Strom machen. Das ist die Historie für Pumpspeicherwerke, nichts anderes. Heute würde niemand mehr, weil wir heute schnell regelbare Gaskraftwerke und ähnliche Dinge haben, Pumpspeicherwerke bauen. Das muss man also erstmal verstehen, warum wir diese Dinger überhaupt haben.
Heute aber sind diese Dinge aus einem ganz anderen Grunde noch hilfreich. Die sind nicht nur hilfreich, wann wir Strom brauchen, die sind auch hilfreich, wenn zum Beispiel plötzlich der Wind stark ansteigt und der Strom nicht verkauft worden ist ins Ausland, dann kann man immer noch sagen, wir schmeißen jetzt die Pumpspeicherwerke an und schieben da den Strom ganz schnell rein. Auch in ganz kurzen Zeitrastern. Und diese Motoren sind sind in wenigen Sekunden lauffähig, wenn sie vorher auf Null stehen, und zehren sofort Energie. Das heißt, sie nehmen also Arbeit aus dem Netz und sind damit auch stabilisierend. Um das mal in der richtigen Größenordnung zu sehen, angenommen, wir würden Deutschland mit Windkraftanlagen versorgen und wir hätten eine Woche lang keinen Wind, was gut vorkommen kann in Deutschland, ganz Deutschland. Es gibt auch eine Woche, wo in ganz Europa kein Wind ist. Dann würde man den Bodenseeinhalt 1000 Meter hochpumpen müssen, den gesamten Bodenseeinhalt, und dann würde man das wieder durch die Wasserturbinen jagen und dann würde man eine Woche lang in Deutschland Strom machen können damit. Eine Woche lang. Natürlich müssten wir erstmal hingehen und müssten die Pumpspeicherleistung von heute 7000 MW auf rund 75.000 MW hochschieben. Und außerdem brauchen wir vorher ein halbes Jahr lang kontinuierlichen Wind in normaler Last, damit wir das Ding da oben hochpumpen können mit den Windkraftanlagen. Nur um das in der richtigen Relation zu sehen. Das ist die Größenordnung. Soweit zu den Pumpspeicherwerken, zu den Akkus. Akkus sind fürs Handy, für den Autoanlasser und sowas. Das ist eigentlich Kleinkram. Es gibt heute keine vernünftigen Möglichkeiten, Strom im Akku in dieser Dimension zu speichern. Und nach unserer jetzigen Einschätzung gibt es am mittelfristigen Zeithorizont kein Verfahren, elektrischen Strom so zu speichern, dass man in die Größenordnung reinkommt, dass man damit Phasen von Windstille und Nacht überbrückt. Sie sehen ja, welche Probleme wir schon alleine bei den Elektroautos haben, mit einer Reichweite von wenigen zig Kilometern nur. Das letzte große Pumpspeicherwerk, das gebaut worden ist, ist in Goldisthal, das steht in Thüringen. Das ist geplant worden noch zu DDR-Zeiten, als die DDR noch im Inselmod gelaufen ist und die pausenlos Probleme hatten mit Stromausfällen. Da hat man sich entschlossen, Goldisthal zu bauen, ein riesengroßes Pumpspeicherwerk. Und der Bau hat insgesamt rund 15 oder 18 Jahre gedauert. Also ist erst Ende der 90er Jahre fertig geworden, obwohl man das in der DDR begonnen hatte. Und wir müssten, um jetzt das mal diesen Bodensee umzusetzen, wir müssten 500 solcher Pumpspeicherwerke in Deutschland bauen, wie Goldisthal. Sie wissen, dass wir bei dem zweiten, das irgendwo jetzt in Baden-Württemberg entstehen soll, schon wieder wahnsinnige Bürgerproteste haben. Und wir müssten davon 500 bauen, um das in der Größenordnung zu haben. Kommen wir jetzt zu dem letzten Text, zu dem Thema Blackout, über das ich wirklich nur an der Oberfläche reden will, nämlich wann wird es dunkel oder warum wird es dunkel bei uns? Nicht wegen der Sonne, sondern weil wir keinen Strom bekommen. Natürlich haben wir durch die Kernkraftabschaltung ein großes Risiko für diesen Herbst. Ich muss sagen, ich will da keine Prognosen machen, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Das kann man nicht. Das kann Konstellationen geben, die man überhaupt nicht beurteilen kann. Und ich glaube, auch keiner kann das heute wirklich zuverlässig sagen. Ich würde also nicht unbedingt in dieses Panikszenario verfallen, was man da in den Zeitungen hin und wieder liest. Man weiß es nicht. Tatsache ist aber, dass momentan so viele Kohlekraftwerke im Bau sind, dass man davon ausgehen kann, dass im Jahre 2013 wir da keinen Stress mehr haben werden. Immerhin müssen wir ja sehen, die Stromversorger haben sich ja seit schon jetzt über 10 Jahren darauf einstellen können, dass die Kernkraftwerke abgestellt werden und sie sind eben angefangen zu bauen, sie bauen auch, aber sie sind eben jetzt überrannt worden durch diesen spontanen Beschluss von Frau Merkel. Es gibt aber ein anderes Blackout-Risiko und das macht das jetzt kompliziert und das hängt zusammen mit dem, ich nenne das mal, mit dem mit den Anspeisungen, mit dem künstlichen Strom, so sage ich das gerne, der künstliche Strom. Es ist so, dieser dicke Generator mit einem Durchmesser von meinetwegen 4 Meter, der läuft mit einer Geschwindigkeit, mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 1500 Umdrehungen pro Minute und der hat eine wahnsinnige, große potenzielle Energie in sich gespeichert. Das heißt, der
der wird ganz, ganz wenig langsamer und kann dann sehr viel mehr Strom abgeben. Und das ist noch innerhalb der Toleranz des Netzes. Diese Funktion haben diese Spielzeuggeräte nicht, und sie haben sie insbesondere nicht, wenn man über einen sogenannten Gleichwechselrichter gehen muss. Heute ist es so, eine klassische Enerpon-Turbine, das sind die immer mit den dicken Dingern, das können Sie immer unterscheiden, die haben kein Getriebe drin. Es gibt zwei Typen von Windkraftanlagen, die einen, die sehen immer so schön schlank aus, und die anderen, das sind die dicken Johnnies. Die dicken Johnnies, das sind die von Enerpon, und der hat also einen Synchrongenerator drin, der aber nicht Netzfrequenz angepasst ist. Der macht also erst Gleichstrom daraus, und dann nimmt er sich einen großen Wechselrichter, das ist ein rein elektronisches Gerät, und macht damit 50 Hertz. Das ist künstlicher Strom, und dieser künstliche Strom ist extrem schädlich für die Netze, und das ist eine neue Industrie, die übrigens entsteht, um diese Probleme teilweise zu lösen, aber prinzipiell muss man einfach sagen, man kann das nicht wirklich 100% kompensieren. Soweit nur zu diesem Thema. Ich hatte vorhin schon gesagt, dieser andere Aspekt noch bei dem langfristigen Blackout-Risiko ist, dass ich auf große Distanzen Strom transportieren muss. Das können wir heute nicht. Natürlich werden wir dann diese vier dicken Strecken von Nord nach Süd haben innerhalb von Deutschland, aber dann ist es an der Grenze erst wieder vorbei und dann muss erst dieses sogenannte Supergrid kommen. So, soweit zur Technik. Ich will dann noch ein bisschen hier eingehen auf diese Darstellungssituation in der Öffentlichkeit. Nämlich, womit werden wir jeden Tag konfrontiert? Der Begriff sauberer Strom und gutes Gewissen, das ist ein Begriff, die Begriffe lesen Sie jeden Tag in der Zeitung. Kann man werten, kann man nicht eine eigene Meinung dazu bilden. Sie sehen normalerweise nie in einem redaktionellen Artikel oder in einer Anzeige, was der Kram kostet. Da sehen Sie immer nur, diese Anlage kann XX Häuser versorgen, aber da steht nie was von Geld. Das unterdrückt man, konsequent und grundsätzlich. Genauso wird das EEG-Prinzip verheimlicht, nämlich, dass Sie das alle bezahlen, wir alle. Da steht da normalerweise nicht, da wird immer nur von staatlichen Subventionen gesprochen und solchen Dingen, wenn überhaupt. Aber dass wir das bezahlen, steht an keiner Stelle. Dann gibt es noch dieses äußerst perfide Modell des Bürgerwindparks. Des Bürgerwindparks, nämlich, man hat natürlich Probleme, das Ding irgendwo in einen Ort reinzubringen. Die Bürger wehren sich, weil das Ding Lärm macht, weil es Schattenwurf hat und. Und weil es natürlich auch Vögel zerschlägt und alles sowas. Ich will das nicht so sehr vertiefen. Also man hat einfach Gegenargumente. Und dann schafft man sich einfach ein paar Leute, die ein paar Cent mehr auf der Tasche haben im Ort und sagt, pass mal auf, beteilige dich mit 5.000 Euro, mit 10.000 Euro und nennt das Ganze dann Bürgerwindpark. Und diese Leute im Ort, die sagen natürlich, du halt immer deine Klappe, ich krieg davon Geld. Die Bürgermeister, die dieses forcieren, die gehen auf einem ganz, ganz dünnen Eis. Denn es gibt immer ein zentrales Argument, das da verwendet wird, nämlich Bestandsschutz. Man behauptet einfach, dass das 20 Jahre lang Geld bringt, weil es ja Gesetz ist. Den Leuten kann man nur sagen, wie dumm seid ihr eigentlich? Da gibt es vier große Kernkraftwerksbetreiber in Deutschland. Denen hat man gerade gezeigt, was Gesetz ist. Glaubt ihr, dass das nicht bei euch genauso wird, wenn dieser Schwindel eines Tages mal auf den Tisch kommt? So, diese Aussage, x-tausend Haushalte können versorgt werden, da wird auch von autarken Kommunen gesprochen. Man möge einfach mal die 50 kV-Leitung oder die 110 kV-Leitung kappen und gucken, was dann passiert. Die werden sofort freiwillig ihre Windkraftanlagen einstellen, nur damit sie wieder angeschlossen werden dürfen. Es gibt dann noch einen Begriff, auch so einen perfiden Begriff, Grid Parity. Von den Parteifritzen hören Sie das gern, oder Netzgleichheit. Die sagen ja, heute kostet also, die kriegen, wenn sie eine neue Anlage anschließen, 29 Cent, neue Anlage heute angeschlossen, und wir bezahlen meinetwegen 25. Es sind nur noch 4 Cent Differenz. Also, bald ist es soweit. Und das nennt man dann Grid Parity. Aber dass der eine nur dann zusätzliches Geld kriegt und dass das Ding auch noch auf der Strecke gebracht werden muss, dass es ein Netz ist, dass es ein Schattenkraftwerk gibt und so weiter, das lassen die Leute natürlich außen vor. Und daher ist das auch so ein böser Begriff. Dann dieses Zählen, mit dem, dass man das Wasser einfach dazu nimmt, wenn Sie heute da diese über 20% sehen, ist Erneuerbare, 3% müssen Sie abziehen, das ist Wasser. Und Wasser hat es immer schon gegeben. Von daher ist das auch wiederum eine Lüge. Wird ja nicht gefördert.
So, und dann die Falschaussagen ohne Ende der Politiker, insbesondere aus dem BMU, aus dem Bundesministerium für Umwelt, nämlich 1 Euro pro Monat oder sowas hat der Trittin mal behauptet. Auch der Röttgen ist in der Größenordnung. Also inzwischen ist man sich einig, dass es eine Frage der Zeit ist, bis jeder Haushalt im Jahr 1000 Euro Mehrkosten, direkte Mehrkosten hat. Ohne das, was in den Produkten noch drin ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das kommt. Der Begriff autarke Gemeinde, hatte ich schon erwähnt, geht drüber weg. So, das haben wir. Also, mit dieser Null, da steht eine Null. Wir sagen, der Strom ist heute absolut wertlos. Das ist eine sehr brutale Aussage. Natürlich hat dieser Strom in gewissem Sinne ein bisschen Wert. Die Frage ist immer nur, wie groß ist der Wert wirklich? Das, was da von den Politikern behauptet wird, ist mit Sicherheit 10-mal so falsch, wie wenn wir heute nun sagen. Einfach um das mal ein bisschen zu bewerten. So, soweit also zu unseren Gegnern und zur Aufklärung. Wo stehen wir heute? Wir müssen also sehen, dass wir irgendwann nach Berlin kommen, um dort dann den Politikern einzuheizen. Wir gehen heute teilweise über die Anti-Windkraft-Leute, die sind am ersten natürlich betroffen. Denen drückt es heute unter den Nägeln, wobei ich natürlich auch sagen muss, sicherlich wird dieser oder jener von Ihnen jetzt einen konkreten Hilfestellungspunkt sehen wollen. Es gibt manchmal Chancen, aber die Chancen sind einfach seitdem die CDU auch umgefallen ist und seitdem die Politiker alle auf dem Kurs sind, die Chancen, dass man einen Windpark verhindern kann, sind inzwischen sehr, sehr gering aktuell verhindern kann. Es gibt nochmal Fälle, wo es funktionieren kann, aber realistischerweise muss man sagen, der Druck ist so groß, man muss auch sagen, die Bürgermeister fallen inzwischen reihenweise um und sie müssen auch so handeln, sie müssen da mitmachen. Es ist ganz unklug, wenn ein Bürgermeister sich heute im Grunde gegen den Regierungsbezirk stellt und versucht da noch im Sinne der Bürger was zu tun. Das steht ja nicht durch. Wir machen Verbraucheraufklärung, so wie heute. Einige sagen, das ist Glaube. Man würde das überprüfen, welche Fakten sind und was nun Glaube ist. Wir machen Pressearbeit auf Sparflamme. Es gibt einen Presseverteiler, der kommt alle 14 Tage. Da sind wir in den Medien, aber das ist nicht so viel. Wir versuchen regelmäßig natürlich die Strategie anzupassen. Wie können wir die Leute informieren? Sie haben gesehen, was wir hier in Wetzlar getan haben, mit Informationen, um das nach vorne zu bringen. Dadurch, dass wir eine Regionalstruktur aufbauen, sind wir in der Lage, eher innerhalb der Mitgliedschaft zu agieren, auch Dinge auf den Weg zu bringen. Das entwickelt sich langsam. Und wir müssen einfach sehen, die Kernkraftgegner haben ja auch 30 Jahre gebraucht, bis sie es geschafft haben. Die Frage ist natürlich, ob wir 30 Jahre Zeit haben. Oder ob nicht dann vorher längst der letzte industrielle Arbeitsplatz wegen der Stromkosten abgebaut worden ist. Das ist die große Frage. Also ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Geduld beim Zuhören. Würde mich freuen, wenn Sie bei uns mitmachen würden.